Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Videoreihe 5 Steps to SAP S/4HANA. Nachdem ich im letzten Video einen kurzen Überblick über die einzelnen Schritte gegeben habe, geht es heute um die Migrationsanalyse. Zuvor noch die Information, dass eine System-Conversion in einem Schritt grundsätzlich für alle Systeme mit Startrelease ERP 6, ERP 0 bis 8 möglich ist. Bei einem niedrigeren Startrelease oder einem System, das nicht auf Unicode umgestellt ist, ist ein zusätzlicher Schritt erforderlich. Kommen wir nun zu Schritt 2 der Migrationsanalyse. Die Migrationsanalyse dient zur Ermittlung der Ist-Situation und Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine System-Conversion nach SAP S/4HANA gegeben sind und was dafür noch getan werden muss. Beim Hardware-Check wird geprüft, ob geeignete zertifizierte Hardware vorhanden ist, die für HANA verwendet werden kann und damit die Tailored Data Center Integration eine Option ist. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz einer HANA Appliance, die alle Hardware-Komponenten für den Betrieb von S/4HANA beinhaltet. Darüber hinaus wird geprüft, ob das Hosting der SAP-Anwendungen in einem Rechenzentrum eine sinnvolle Lösung sein kann. Der Maintenance Planner ist eine Cloud-Lösung von SAP zur Wartung der SAP-Systemlandschaft. In Vorbereitung auf die Conversion müssen die Systemdaten ins Kundenprofil geladen werden und einige Angaben im Maintenance Planner gemacht werden. Die Prechecks stellen Informationen zur Verfügung, welche Aufgaben vor einer Conversion mindestens erledigt werden müssen, damit eine Conversion möglich ist. Dazu gehören zum Beispiel die Prüfung für das Business Partner Modell und es werden außerdem installierte Add-ons auf Kompatibilität und Business Functions auf Verfügbarkeit in SAP S/4HANA 16.10 geprüft. Beim Custom Code Check werden alle Objekte aus Nicht-SAP-Namensräumen auf Kompatibilität untersucht und notwendige Anpassungen in Form von SAP-Hinweisen aufgeführt. Mittels dem Code Inspector werden weitere ergänzende Prüfungen der Objekte aus Nicht-SAP-Namensräumen durchgeführt, wie zum Beispiel das Thema verlängerte Materialnummer. Die Ergebnisse des Custom Code Check werden klassifiziert und in Kategorien zugeordnet. Rot bedeutet, es gibt Custom Code, welcher auf Funktionalität basiert, die in SAP S/4HANA nicht mehr verfügbar ist. Der Aufwand zur Anpassung dieser Objekte ist abhängig von der Entscheidung für eine der Optionen: Konzeption einer Individuallösung, Neuanführung der von SAP dafür vorgesehenen Software oder Ausführung als Verzicht auf diese Funktionalität. Beispiele hierfür können sein die Außenhandelsfunktionen in SD und MM sowie Funktionen im CRM, die nicht mehr verfügbar sind. Gelb bedeutet, es gibt Custom Code, welche auf Funktionalität basiert, die in S/4HANA geändert wurde. Das können Anpassungen aufgrund Änderungen am Datenmodell oder auch die Implementierung von neuer oder veränderter Funktionalität sein. Für manche Objekte dieser Kategorie ist eine Einschätzung des Aufwands zur Anpassung und Herstellung der Kompatibilität möglich. Bei einigen Objekten ist dies nur bedingt möglich, da hier zunächst die betriebswirtschaftliche Umsetzung konzipiert werden muss und erst danach der Aufwand für die notwendigen Anpassungen abgeschätzt werden kann. Grün bedeutet, es gibt Custom Code, welcher auf Funktionalität basiert, die in S/4HANA geändert wurde. Jedoch sind Anpassungen nur erforderlich, wenn diese geänderte Funktionalität auch eingesetzt werden soll. Ein Beispiel wäre hier die Verlängerung der Materialnummer. Anpassungen am Custom Code sind nur dann erforderlich, wenn die verlängerte Materialnummer auch zum Einsatz kommen soll. Die Simplification List umfasst derzeit über 400 Simplification Items, von denen in der Regel lediglich 20 bis 30 relevant sind. Die Simplification Items hat SAP in folgende Kategorien eingeteilt: Änderungen an bestehender Funktionalität, Funktionen, die in SAP S/4HANA nicht mehr verfügbar sind, es jedoch ein Äquivalent gibt, Funktionen, die in SAP S/4HANA nicht mehr verfügbar sind und für die es derzeit keine äquivalente Lösung gibt, nicht strategische Funktionen, für die es äquivalente Lösungen gibt und nicht strategische Funktionen, für die es keine äquivalente Funktion gibt. Beispiele hierzu dann im Rahmen der Informationen zu den Redesign-Workshops. Für die Identifikation der relevanten Simplification-Items führen wir abhängig von der Zielbranche eine Vorselektion der potenziell relevanten Simplification-Items durch.
Im Anschluss daran werden diese mit den Fachabteilungen durchgesprochen und auf Relevanz geprüft. In diesem Schritt wird definiert, wie mit diesen Simplification Items umzugehen ist. Hierbei wird abhängig von der bereits eben aufgeführten SAP-Kategorisierung eine der folgenden Einteilungen gewählt: Adaption der Veränderung, Funktion wird weiter eingesetzt, Konzeption einer eigenen Lösung, Nutzung der äquivalenten Lösung oder Verzicht auf die Funktionalität. Die bearbeitete Checkliste der Simplification Items wird von uns ausgewertet und zur Ergebnispräsentation und Budgetierung der Redesign Workshops hinzugezogen. Weitere Informationen zu den Simplification Items erfahren Sie im Video zu Schritt 3, den Redesign Workshops. Die Ergebnisse der Analyse werden von uns dann entsprechend aufbereitet. Hierzu werden alle relevanten SAP-Hinweise ermittelt und es erfolgt eine erste Einschätzung der erforderlichen Tätigkeiten im Projekt. Hierzu werden verschiedene Stichproben der Programme durchgeführt und das anzupassende Coding geprüft. Darüber hinaus erfolgt eine Klassifizierung, also ist der Aufwand gut, grob oder gar nicht abschätzbar, oder ist der Aufwand abhängig von weiteren Entscheidungen der betroffenen Objekte und der dazugehörigen SAP-Hinweise. Im Ergebnis kann in der Regel bereits für einen Teil der Objekte der Aufwand für die erforderlichen Anpassungen genannt werden. Zusätzlich erfolgt im Zuge der Ergebnispräsentation eine Darstellung der Planung und Budgetierung der Redesign-Workshops. Im Rahmen der Migrationsanalyse werden folgende Unterlagen bereitgestellt: den vorher bereits erwähnten BSR-Report, die Custom Code Check Ergebnisse als Excel Pivot Report, die Dokumentation der Analyseergebnisse im Detail, die Dokumentation der Analyseergebnisse der Simplification List, die Protokolle der Workshops mit Fachbereichen sowie die Präsentation der Analyseergebnisse. Im nächsten Video geht es dann mit Schritt 3, den Redesign Workshops, weiter. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.